Guten Tag und herzlich willkommen im Lackiertechnikum bei Dürr in Bietigheim-Bissingen. In den vergangenen Jahren wurden Hardware, Software und Lacke für die Beschichtung von Kontrastdächern optimiert. Jetzt zeigen wir, dass auch vertikale Flächen wie Türen, komplexe Geometrien wie A-Säule, Dachbogen und C-Säule beschichtet werden. Durch das neue Applikationsprinzip mit unserem Applikator Eco PaintJet Pro wird auch die direkte Applikation von Designelementen in einem vollautomatisierten Prozess möglich. Bevor wir die Lackierung starten, generieren wir die Lackierbahnen am PC. Wir laden zunächst die Karosseriedaten und erstellen darauf automatisch Lackierbahnen. In der geforderten Genauigkeit können die Bahnen nicht mehr von Hand programmiert werden. Die Herausforderung besteht darin, dass die Geschwindigkeit, die Ausrichtung des Applikators für jeden Bahnpunkt festgelegt werden muss. Außerdem muss die Position der Bahnpunkte zu denen der benachbarten Bahnen exakt passen. Die Lackierbahnen werden im DXQ 3D OnSite mit einem Generator automatisch erzeugt. Für die Bahnen können Parameter im Generator eingestellt werden. Zum Beispiel die Lackierstrategie, die Anzahl der Punkte pro Lackierbahn, die Robotergeschwindigkeit und Beschleunigung und das Verhalten der siebten Achse, das heißt der Rail. Alle Ungenauigkeiten der Fördertechnik, des Skids und der Karosserie werden in einer zweistufigen Messung erfasst und kompensiert. Der Sensor misst die Abweichung der zu lackierenden Karosserie zur Referenzkarosserie. Die Ergebnisse werden von der Robotersteuerung verwendet, um die Lackierbahnen in Echtzeit an die reale Karosserie anzupassen. Direkt nach der Messung startet der Roboter mit seiner ersten Lackierbahn. Zunächst beginnt das Applikationssystem mit dem Zeichnen der Konturen. Dadurch wird auf derart komplexen Flächen eine allseitig scharfe Lackierkante erzeugt. Im zweiten Schritt wird die Fläche auslackiert. Die im nassen Lackfilm noch sichtbaren Streifen sind nach der Trocknung und dem Überlackieren mit Klarlack nicht mehr sichtbar. Der Übergang zu den Kontrastflächen ist im Gegensatz zum Abkleben oder Folieren nicht spürbar. Diese Verfahren setzen wir mit ersten Kunden im kommenden Jahr in der Fahrzeuglackierung um. Der Eco PaintJet Pro kann sowohl flächig lackieren als auch Muster. Dabei ist auch ein direkter Übergang möglich. Um die Qualität der Lackierung sicherzustellen, wird die Ausrichtung der Lackstrahlen vor dem Lackierstart geprüft. Die overspray-freie Lackapplikation erfordert eine wesentlich exaktere Positionierung des Applikators. Daher hat Dürr eine Methode entwickelt, um die Lage des Applikators und damit des Auftreffpunktes des Lackes im Raum vollautomatisch und hochgenau zu bestimmen. Auch Farbwechsel sind mit dem Eco PaintJet Pro realisierbar. Der Eco PaintJet Cleaner wurde entwickelt, um alle Reinigungs- und Spülvorgänge in einem geschlossenen System durchführen zu können. So wird jeder Eintrag von Lack oder Spülmittel in die Kabine vermieden. Dies ist wichtig, da die Lackierkabine keine Overspray-Abscheidung mehr benötigt. Nach der Applikation wird der Applikator gespült und die neue Farbe wird angedrückt. Nach Reinigung und Trocknung der Düsenplatte kann die Applikation wieder starten. Schnell, sauber und ohne Verunreinigung der Kabine. Lassen Sie uns einen Blick in die nähere Zukunft werfen. Wir haben uns die Frage gestellt, ob man eine Karosserie komplett overspray-frei beschichten kann. In der Innenlackierung ist das overspray-freie Verfahren aus heutiger Sicht aufgrund seiner Komplexität und der zahlreichen Hinterschnitte noch nicht geeignet. Der Grund
ist die fehlende Elektrostatik beim oversprayfreien Lackieren. Aber nur das Zerstäuben des Lackes in Verbindung mit Elektrostatik erzeugt den Lackumgriff. Das heißt, der Lack kann sich ohne Elektrostatik nicht um die Ecken und Kanten legen. Wir möchten Ihnen heute eine erste Prozessidee vorstellen. Der EcoPaintJet Pro appliziert dabei den BC1 auf die Außenfläche der Karosserie. In einem zweiten Schritt erfolgt die Innenlackierung mit Basecoat 2 und die Überbeschichtung des Basecoat 1 außen mit herkömmlicher Hochrotationszerstäubung. Wir arbeiten bereits mit ersten Kunden und Lackherstellern gemeinsam an der Optimierung der Prozesse und der erforderlichen Lackeigenschaften. Sollen Karosserieflächen wie zum Beispiel das Dach oder die Motorhaube beschichtet werden, ermöglicht der Einsatz von zwei Robotern kürzere Taktzeiten. Im Prozess vermessen die Roboter zuerst die Kanten der zu lackierenden Fläche. Nachdem einer der Roboter die erste Lackierbahn appliziert hat, vermisst der zweite Roboter die Lage dieser Lackierbahn. Dieses Verfahren wird 2022 in einer Automobil-Serienlackieranlage umgesetzt. Beim EcoPaintJet Pro sorgen wir für ein perfekt abgestimmtes Zusammenspiel von Roboter, Messsystem, Applikator und der dazugehörigen Software. Wir erreichen einen trennscharfen Lackauftrag ohne Overspray. Bei der Zweitonlackierung an ebenen oder vertikalen Flächen sorgt die Innovation dafür, dass auf händisches und zeitaufwendiges Maskieren verzichtet werden kann. Der Prozess ist zeitsparend und umweltschonend. Und bereits in der Serienproduktion im Einsatz.